Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink für die Switch. Wir befinden uns auf dem Planeten Tundria und müssen hier auch ein Starlink-Terminal errichten. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, nicht viel, aber so ein bisschen. So ein bisschen was schon erobert haben. Wie man sehen kann, ist das hier noch so ein bisschen, boah, anderes Gebiet. Hier können wir noch ein paar Türme hinsetzen. Wir müssen allerdings eh noch ein paar von diesen Dingern erobern hier, denn es ist so, dass mir fehlen immer noch diese Kerne da oben. So ein paar, ich glaube, wir brauchen, um das zu bauen, brauchen wir glaube ich 10 oder so. Deswegen müssen wir ein paar sammeln. Machen wir jetzt. Gehen wir zu denen als erstes hin. Welches Flugzeug habe ich jetzt gerade? Wieder den Arwing. So, dann wollen wir da hin. Zack. Da hinten, wo es dunkel ist, da müssen wir rein. Wie immer. Also die Sonde, wer erledigen wir das jetzt hier? Sonde nicht mehr auf dem Scan. Können wir schon auf den Kopf zielen? Das ist die richtige Waffe. Hat mal schönen Schaden bei dem. So. An alle, die das hören. Ich bin gestrandet. Anfang dachte ich, die wären so schwer. Aber wie gesagt, mit dem richtigen Equipment hier, das ist wunderbar. So, die sind auch platt. Sollen wir die Dinger zerstören? Noch einer. Extraktorknoten erledigt. Der Extraktor ist verwundbar. Auf die Hauptstruktur zielen. So, mal zerstören das Ding. Das war's. Wunderbar. Darauf eine knackige Wurst. Ja, schmeckt ganz gut. So, Legion geht zurück. Den Kern brauchen wir. So. Noch öffnen, ne? Und da. Haben wir noch was verloren? Nehmen wir auch mit. Die ganzen Mods können wir nachher fusionieren. So, wenn wir schon hier sind, dann müssen wir gleich, nehmen wir gleich den nächsten Turm mit ein. Da nehmen wir gleich hier drüben noch den ein. Ist auch ein Prime in der Nähe, das macht aber nichts. Macht eigentlich gar nichts. Erledigen wir den Prime gleich mit. Schöner Gegenturm. So, da waren ein paar Outlaws. Die wollen uns Krieg mit uns. Feindliche Outlaws entdeckt. Hey du, Zeit gute Nacht zu sagen. Autsch, das tat sich ja weh. Outlaw-Feinde nicht. So, die machen wir erstmal platt, damit die nicht uns nerven nachher. Perfekt. Energie bekommen. Und dann geht's weiter. So, Riesen-Guardians, die brauchen wir nicht. Und Eisdinger. Warte, die müssen wir erstmal killen hier vorne. So, schon Sonnen, nicht, dass sie nicht ganze Energie füttern. So, einer ist kaputt. Einer ist da noch. So, das ist auch futsch. Können wir die Kerne noch rausholen? So, das war's. Komm schon. Wir können zerstören, bevor das wieder zugeht. Perfekt. Weiter zurückgedrängt. Den Prime, der muss ja auch irgendwo rumflattern, nehmen wir auch gleich mit. So, dann sieht es aus. Oh.
Dann box ich auf. Zack. Zur Erinnerung, Proben von korruptem Nova wie diese sind eine Wert. Okay, hier lief der Prime wahrscheinlich irgendwo rum. Wir wissen jetzt nicht genau, wo der ist, ne? Macht uns aber nichts. Hier läuft der Prime, wie man sehen kann. Aber ich glaube, wir gehen erstmal, wo wir es bauen können. Das heißt, wir werden uns hier hinsetzen. Den mal anfliegen, den Springerstock. Einen hohen Preis erzielen. Los geht's. Die brauchen wir auch, um noch das andere bauen zu können. Aber auch vielleicht, um Observatorien zu machen, damit wir mehr Fläche aufbauen können. Auch könnte man sozusagen Arsenale bauen. Die würden dann helfen, den Planeten zu beschützen. Huch. Aber das machen wir jetzt nicht. So. Wieder häng ich fest. Mach ich denn einmal. Los. Da ist eins. Oder da. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. Das war's, ne? Bauen wir mal eine Raffinerie? Nee. Bauen wir ein Observatorium. Observatoriumsaufbau abgeschlossen. Wie ich sehe, haben Sie ein paar Kerne dabei. Wir würden gerne welche erwerben, wenn Sie die verkaufen. Oh, machen wir gerne. Oh, Starlink. Stets ein Vergnügen. Genau, mach was wir größer brauchen, um die alten Sensoren zu verbessern. Mit etwas mehr Hilfe von Ihnen können wir sicher noch weitersehen. Ah, du kriegst noch einen von mir, einen extra Push, dass wir schön weit sehen können. So. Unsere Sensoren wurden vollständig optimiert. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit sehen könnten. Ja. Kommt doch an, weil du kurzsichtig bist. So. Was Sachen wir da auch haben von uns? Wie? Was für eine überraschende Geste. Ein tolles Geschenk, Partner. Oh, so bin ich. So, und wir haben das erobert und dann können wir sozusagen hier mal runtergehen und den wegdrängen. Also errichten ja einen nach dem anderen jetzt. Das heißt, die müssen wir ein bisschen wegmachen. Den nächsten Platz, den wir suchen, da bauen wir auf jeden Fall einen. Bauen wir eh noch einen Kern da oben. Das heißt, wir bauen dann gleich unseren Starlink auf. Und dann haben wir das hier schon geschafft. Ist das nicht cool? Ich fände das ziemlich cool. Helft mir, Leute. Oh, verdammt, ich muss die Dinger jetzt zerstören hier. Da wird ja geheilt, das Ding. Fast. Mist. Das ist so leichtsinnig. Komm schon. So. An alle, die das hören. Ich bin gestrandet. Helfen Sie mir. Oh. Tan. Kann ich das nicht zerstören? Ach, da. Ich
So, das war's. So, holen wir uns den Kern da raus. Wunderbar. So, jetzt können wir uns theoretisch bauen. Ich glaube, wir schnappen mal den Prime. Dann bauen wir es danach. Oh. Legion solcher Anfauna in der Nähe entdeckt. Scheiße. Es geht los, Leute. Schieß alle da rein. Danke. So, den holen wir uns auch noch raus da, den Kern. Ich habe überlegt, wie lange man beim ersten Mal gebraucht hat, so ein Ding zu enden. Zu zerstören und jetzt. Großer Prime Hand, da ist er. Holen wir uns noch den Prime. Dann bauen wir uns endlich was. Schnell auf den Kopf ziehen, bevor er sich erholen kann. Information gehen. So. Sobald der Star Fox Team kommt, dann hauen die mit 300% Schaden rein. Da brauchen sie natürlich nur 2-3 Mal schießen, dann ist es vorbei, ne? Ist klar. So, und ich muss den Star Fox nicht mal holen. Wie man sehen kann, klappt das auch ganz gut, weil ich dann auch den Schaden nochmal so mache. So, den nehmen wir mit. Wo bringen wir das hin, ist die Frage. Wo ist denn das nächste da? Gehen wir da mal hin. Gucken, ob das was bringt. Wollte eigentlich. Ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Spinnerschwarm entdeckt. Oh, die sind echt ein Problem. Wir sollten sie beseitigen. Ah, ich werde angegriffen. Mayday! Ich sehe keine Springer mehr auf deiner Karte. Die Luft ist rein. Endlich ein intelligentes Wesen. Ich habe schon gedacht, es gibt auf dieser Welt keine. Was man mit einem Prime-Kern alles machen kann. Und sie schenken mir ein. Ich bin gerührt, Partner. Das wird unsere Anlage voranbringen. Gut, jetzt haben wir das abgegeben. Jetzt können wir uns hier... Bauen wir jetzt den Punkt, den wir brauchen. Und zwar Mayday. Den Starlink. Mayday! Mein Schiff reagiert nicht. Der Starlink wird jetzt dahin gepackt. Warten Sie! Nein! Ich kann mein Schiff nicht reparieren! Hilfe! Ich bin schon weiter. Tut mir sehr leid. So. Genau, da bauen wir jetzt rein. Und dann hätten wir auf jeden Fall schon mal diesen Quadranten. Bauen wir jetzt fertig. Springerstock entdeckt. Ziel eliminiert.
So, haben wir alles dafür? Genau, wir können direkt bauen. Machen wir auch. Ein weiterer Turm ist bereit. Gute Arbeit. Die Starlink-Rekonfiguration kommt auch voran. Wenn wir die Station auf Atlas B eingegrenzt haben, muss ich nur die Präzision einstellen. Dann sollten wir startklar sein. Das hört man gerne. Wenn du daran arbeitest, sollten wir die Dreadnoughts erledigen. Es ist nicht zwingend notwendig, aber es wird den Kampf gegen Grax um einiges einfacher machen. Ja, ich will nicht mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden. Das macht mir nichts. Ich habe schon die ganze Zeit keine Hose an. Levi, wir haben doch darüber geredet. Ach, Köpfe, ne? So, den haben wir angesetzt hier. Das heißt, wir haben jetzt... Oh, ist die Frage. Wir könnten natürlich den nächsten... Wir könnten unseren Dreadnought natürlich mal einmal killen. Liegt ja hier oben irgendwo rum. Bei diesem Planeten haben wir ja so gut wie... erledigt, sagen. Daher... Ich glaube, ich fliege über den Weltall. Genau. Fliegen wir hoch. Fliegen zum nächsten Dreadnought. Wird wahrscheinlich auch schwieriger werden von Dreadnought zu Dreadnought, aber man weiß es nicht. Wir testen mal. Mal, ob der hier irgendwo ist. Outlaw-Versteck. Da ist ein Dreadnought. Hier ist gar keiner. Starlink-Turf aktiv. Da ist ein Dreadnought. Mal kurz gucken, wo wir die am besten killen. Am besten nehmen wir den als erstes. Hier sind ja schon noch ein bisschen höher. Gehen wir einmal zu Gerit. Eben Gerit, Schnellreise. Denk mal, wenn wir den jetzt nochmal killen, da, dann haben wir wieder ein bisschen einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen. Jo. Ich hoffe, es klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Man weiß es nicht. Achtung, ein Eure Zeit ist gekommen. Ich bin Tag Vega und ich komme, um den Handelssektor für Grax zu übernehmen. Das denke ich nicht. So, fliegen wir dahin und werden den Dreadnought runterholen. Und da müssen wir noch immer noch den dritten Turm erstellen und aufstellen. Sieht aus, als hätten unsere Verbündeten den Prime of Kareed lokalisiert. Ist jetzt auf der Sternkarte zu finden. Wenn wir den hier oben zerstören, schwächen wir die da unten ja auch, ne? Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Dürft ihr live dabei sein. Wenn wir es nicht schaffen, egal. Wenn wir es schaffen, super. Soll ich da ranfliegen? Na? Dauert doch mal lange, ne? Stundenlang fliegen. Nicht mal eine Falle gehabt. Aber wir kennen das ja. Die oberen Dinger erledigen, die anderen erledigen. Und dann, jetzt kommen sie. Ah, das war gemein. Chance gegen mich. Erwischt! Wir sind erledigt! Ja, yep, das seid ihr so. Wo ist denn der Dreadnought jetzt da? Wir schneller hin. So, ihr wollt es also selbst mit mir aufnehmen. Zeit, Grax zu beweisen, dass mein Dreadnought jeden besiegen kann. Einschließlich euch, Starlink! Gucken wir mal. Der Dreadnought wird von zwei Primes versorgt. Es wird schwer werden, wenn wir jetzt angreifen. Okay. Dann müssen wir erst die Primes unten erledigen wahrscheinlich.
Okularstrahle an. Achtung, kommen die Gegner. Wir lassen erstmal die Flugzeuge killen. Sonst wird das alles nichts. Okay, mal gucken, wo die sind. Hat er ja überall rum die ganze Zeit. Flugzeuge. Oh, shit. Bin ich genau ins Ding reingeflogen. Oh, schnell wegfliegen. Oh, verdammt, Axe. Oh, das macht nichts. Wir haben noch das andere. So. Ah, verdammt. Ein bisschen aufpassen. So. Geh auf. Okay. Schon die Flugzeuge erstmal, da sind so viele. Jawohl! Box 1, böser Kerl! Ach, muss man echt aufpassen hier. Vielleicht unter dem Flugzeug lieber fliegen. Okay, müssen wir schon Hilfe holen. Los geht's! Gar nicht gut. Nein. Shit. Verdammte Axt. Treadnought verlassen. Hyperantrieb repariert. Wir fliegen trotzdem nochmal hin. Ist uns nochmal. So schlecht waren wir ja gar nicht. Bisschen weit weg jetzt. Man könnte natürlich wirklich erst die anderen Sachen killen, aber es ist auch so zu schaffen. Machen wir jetzt einfach nochmal. Wir probieren es nochmal. Die waren wir ja recht gut. Hyperraumfalle umgangen. Ah, voll gemacht. Da ist der Dreadnought. So, probieren wir noch einmal. Bin gespannt. Müsste aber klappen. Hab ein gutes Gefühl. Warnung. Dreadnought-Verteidigungen aktiviert. Machen Sie sich kampfbereit.
Stark, sie auch schnell. So, kümmern wir uns um die Schütze. So. Mehr Flugzeuge? So, mal 3. Die Geschütze sind aus. Aktiviert die Okularstrahler. Die Okularstrahler sind super. Sie aktivieren die Lasergeschütze. Triff sie, wenn sie offen sind. Oh. Wir müssen die Flugzeuge erstmal killen, glaube ich. Oh. Weg. Cool, Alter. So, wir haben super viele Flugzeuge hier, da brauchen wir schon Hilfe. Das wird lustig. Geht so. Die Gegner hier echt, das ist der Hammer. Oh, verdammte Axt. Verdammte Axt. Komm schon. Davos, Information gehen. Hier ist Peppy. Alle Systeme auf grün. Da legen ein paar Leute hier, Peppy. Game over hier, die haben wir noch. So, Elite ist tot. Dann bin ich wohl raus. Oh Mann, ey. Dein blödes Auge nochmal auf.
Oh, verdammt, Axt. Okay, es lohnt sich wahrscheinlich doch nicht, das so zu machen. Eventuell werden wir doch die Primes erstmal killen und dann das hier machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.